Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer neuen Folge Aale Tag und Nacht. Wir haben mal wieder Lust auf Aal zu angeln. Ich will mal wieder eine schöne Schlange braten die nächsten Tage. Und ja, wir haben wunderschönes Wetter, sind am Tidestrom unterwegs. Das Erste, was auffällt, fast alles ist zugewachsen. Der Hochsommer ist da. Haben aber jetzt hier eine kleine Nische gefunden, in der wir uns ausbreiten werden. Wir haben zwei Grundangeln jeder dabei und Angeln mit Tiroler Hölze, ganz normale Aalhakenmontagen und Tauwurm. Wir bauen jetzt erstmal auf und dann sehen wir uns gleich hoffentlich bei ein paar Bissen. Gemeinsam eine Route fertig, meine lieben Freunde, damit ihr die Montage auch mal richtig versteht oder mal richtig sehen könnt und nachbauen könnt. Auf Aal wird hier am Rand gefischt. Wir haben hier einen Tidestrom mit starker Strömung auf jeden Fall. Deshalb sind Gewichte so von 80 bis 100 Gramm auf jeden Fall essentiell, damit euer Köder auch auf Ort und Stelle bleibt. So. Freiwassermontagen, das kennt ihr alles schon von uns. Kommen demnächst auf jeden Fall auch wieder Videos zu. Aber heute rein Grundangeln, ganz entspannt. Kannst du mir mal eine Schere reichen, Maus? Ja. Ja, die Routen sind noch vom Störangeln fertig. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ein Video zurück. Wird sich auf jeden Fall lohnen. War sehr actionreich, sehr viel Spaß gehabt, sehr viele geile Fische gesehen. Eigene Köder hergestellt, Boilies und Teich. Oder Teig, nicht Teich. Und ja, das war sehr erfolgreich auf jeden Fall. Ja, nun wollen wir ein bisschen auf Aal angeln, meine Lieben. Ich zeige euch die Montage. Da müssen wir schnell ins Wasser rein. Ich glaube, die Flut kommt, bin mir noch nicht ganz sicher. Ne, ist Ebbe, oder? Das Ablaufwasser, meine Lieben. Gucken wir mal. Wir haben eigentlich in jeden Phasen immer irgendwie was fangen können. Deshalb bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Wir haben Top-Temperaturen, ein bisschen bewölkt, viel Sonne. Läuft. So, meine Hauptschnur ist hier eine 0,45er, meine Lieben. Ich arbeite ohne Anti-Tangle. Ist in diesem Fall nicht wichtig. Die Aale können sich auch mal aufhaken, wenn das Anti-Tangle sich verheddert. Das ist kein Problem. Dann arbeitet das wie eine Selbsthakenmontage und wenn es nicht verheddert ist, dann wie eine Durchlaufmontage. So, das Anti-Tangle, das Blei müsst ihr einmal hier in den Gummischlauch reindrücken. Zack, ist eigentlich ganz einfach. Ziehe ich meine Hauptschnur da durch. Als Wirbelsicherung noch so eine ganz kleine Perle, so eine kleine grüne Perle. Kommt genau dahinter. So, dann kommt schon der Wirbel. Allright-Knoten drauf. 5 Windungen mache ich immer. Bei dicken Schnüren, bei ganz dünnen Schnüren 6 bis 7. Ja. So, Knoten fertig. Das war's schon. Jetzt kommt da noch ein Aalhaken, Größe 2 bis 4 dran. Ist jetzt optimal im Sommer, wenn wir mit Tauwürmern angeln, nicht zu kleine Haken nehmen, weil ihr da nicht viel drauf kriegt. Außer ihr wollt gezielt nur mit dem Tauwurmkopf angeln oder mit dem Schwanzende des Tauwurms. Dann könnt ihr auch kleinere Haken nutzen. Was auch sehr effektiv sein kann, wenn Aale zickig sind. So, in meinem Fall hier ein Aalhakengröße 4. Vorfachlänge ca. 50 cm ist nicht schlimm, das reicht vollkommen aus. Kann manchmal auch vom Vorteil sein, weil der Köder dann nicht so hoch gedrückt wird. So, genug gelabert. Ich ziehe mir jetzt einen Tauwurm auf und dann schmeißen wir das mal rein in die Flut. Viel Spaß im Video. Wunderschöne Dendrobene auch dabei. Ich will jetzt für meinen Teil erstmal mit dem Tauwurm. Hier ist ein schöner. Da nehme ich mir die Hälfte von. Und dann teste ich es erstmal. Kühlbox im Sommer auch essentiell, sonst sind eure Köder relativ schnell kaputt. Meistens nach einem Tag schon bei Temperaturen von über 20 Grad. Oder im Schatten legen oder irgendwo hin, wo es kühler ist wie wenn die pralle Sonne da drauf knallt. So, fertig ist es. Dann ist die ganze Montage, Freunde. Tiroler Hölze, Wirbel und ja, kleines Vorfach, Aalhaken Größe 4, Tauwurm, rein damit. Also
ich sag ehrlich, Wetter ist heute auf jeden Fall ideal, ne? Wie knapp wenn's. Und dann einfach einen ganz normalen Pendelwurf, Blei runterlassen, straff ziehen, Angel einspannen und war's schon. Los geht's. Wünsch uns Glück. Den ersten Biss bei JJ. Ja. War dran, aber hat leider losgelassen. Aber wenigstens schon mal Biss. Ja. Geil. Biss, biss, biss. Shit. Der kommt wieder. Ja. Jetzt hatten wir hier gerade noch mal einen richtig heftigen Biss. Der hat mir fast die Angel aus dem Rutenständer rausgeballert. Aber wieder nicht gehangen und direkt unten in den Steine verfangen. Ja, würde ja gerne mal wissen, was das immer für ein Fisch ist, der so stark ist. Und irgendwann werden wir es auch rausfinden. Irgendwann bleibt er bestimmt mal hängen. Wollen nicht, Maus? Ja, wir wollen es hoffen, ne? Das hatten wir jetzt schon öfter, ne? Ja, voll oft. Aber gut, wir hängen schon mal die ersten Bisse, weiter geht's. Was haben wir da? Guck rein. Warte. Auf Festblei. Mir war langweilig, Freunde. Und ich dachte mir, komm, wir probieren was anderes. Ich hatte ja gerade diesen heftigen Biss, wo ich dachte, das wäre irgendwie ein Karpfen oder so. Und jetzt habe ich mir hier ein schönes Festblei mit 120 Gramm gemacht. Gerade reingefeuert in der Mitte. Wir gucken, ist das jetzt ein Biss oder nicht? Konnte man nicht genau deuten. Aber der hing schon dran und hat das Blei mitgeschlurrt. Und ja, perfekt. Auch gut gehakt, ein schöner Aal. Oh, krass, wirklich. Wir freuen uns! Richtig cool, Petri. Vielen Dank, aber die war 2 Minuten drin. Ja. Heftig. Manchmal, ja. Hat sich wieder gelohnt, rum zu tüfteln. Ja. Hast du hier eben Tüchlein vor uns? Ja, haben wir. Ja. Zeig sie nochmal. Ein wunderschöner Aal. Und die sind so lecker hier aus dem Jömestrom. Und ich weiß jetzt auch, was wir demnächst machen, Maus. Jetzt sammeln wir mal wieder ein paar Aalchen für uns. Und zwar so 6-7 Stück. Und dann werden wir mal schön Aal räuchern. Und ihr seid mit dabei, Freunde. Das ist doch eine geile Idee. Nummer 1 haben wir schon mal. Ja, meine Lieben. Endlich mal wieder Aal angeln. JJ hatte vorhin schon einen dran. Den haben wir verloren. Ich habe jetzt einen gekriegt. Einen heftigen Biss hatten wir schon. Viel passiert heute noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch, wir werden es sehen. Die letzten Tage haben wir echt viel gemacht. Wir waren Störangeln, wir waren Welsangeln, Forelle war mal dazwischen. Wir haben eigentlich alles Mögliche gemacht. Und nun sind wir mal zurück hier am Tidestrom im freien Gewässern unterwegs und wollen es mal wieder auf Aale probieren. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, guckt euch das an. Ich wollte euch auf jeden Fall allen Leuten, die immer fleißig Kommentare schreiben, denen wollte ich mal eben Danke sagen. Kuss geht auf jeden Fall raus und macht fleißig weiter so. Wir haben euch echt gerne, Mann, und es macht echt Spaß, mit dieser Community zusammenzuarbeiten. Und nun wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Video. Ja, irgendwie will das heute nicht ganz so, meine lieben Freunde. Wir können ja mal gucken. Niedrigstand ist bald erreicht. Da sieht man die Sandbank. Boah, dicker Biss bei JJ. Endlich mal irgendwas passiert. Oder dick was reingeschwommen. Eins von beiden. Aber es sah nach einem Biss aus. Aber ja, es passiert einfach nicht viel. Wir sind jetzt schon ein paar Stunden hier und hatten jetzt, glaube ich, 5 Bisse ungefähr. Und davon ist ein Aal hängen geblieben. Einer davon verloren. Ein Monsterfisch. Ja, ist jetzt nicht schlecht, ne? Aber... ja, vielleicht sind wir auch einfach nur anderes gewohnt. Mal gucken, was gleich noch passiert. Fischen machen wir auf jeden Fall noch weiter. Wenn es heute nicht mehr werden soll, dann wird es heute einfach mal nicht mehr. Dafür haben wir ein Aal gekriegt und da bin ich eigentlich schon zufrieden mit, meine Lieben. Und der Fisch ist wieder weg. Wir melden uns später. Ich bin jetzt gerade mal unterwegs, hier nach neuen Stellen gucken und ich habe hier einen richtig heftigen Platz gefunden, Freunde. Der ist so geil. Also ich glaube, hier werden wir mal eine Nacht verbringen, jetzt ohne Witz. Guck mal hier mit dem überhängenden Baum. Das Wasser zieht komplett über den Baum. Das heißt, hier werden richtig viele Räuber stehen. Hier unten perfekte Steinkante. Hier unten ein bisschen schlammiger, ein bisschen sandiger. Da könnte man auf Karpfen angeln. Da noch so ein schöner Baum. Ich zeig's mal von oben. Richtig schön versteckt hier drinnen dann. Mit den Grundangeln. Das wäre der Knaller, ne? Hier ist die zweite Stelle, perfekt für JJ.
Das werden wir uns angucken, Leute. Aber hier waren auch welche, das sieht man. Gut. Die Stelle gönnen wir uns. Ja, bisher geht ja leider nicht viel. Den einen Aal haben wir, da bin ich schon mega stolz drauf wieder. Wieder schön tagsüber bei 25 Grad ungefähr. Aber dafür haben wir wieder neue Erkenntnisse und eine wunderschöne neue Stelle, wo ich mir ganz sicher bin, dass da ein paar schöne Räuber stehen, wahrscheinlich auch ein paar schöne Karpfen und auch schöne Aale. Ich würde sagen, freu dich auf die nächsten Folgen. Da wird was Cooles abgedreht. Definitiv. So, nun müssen wir gucken, dass wir noch irgendwie einen Aal ziehen. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder Feierabend machen. War ein geiler Tag, war ein geiles Video. Weiter geht's. Das ist kein Biss, Freunde. Ich habe jetzt meine Rute mal in die Mitte geworfen. Ich zeige euch mal das Band. Da schön in die Mitte rein. Ja, mal gucken, ob wir da einen Biss kriegen. Im Moment ist es immer noch nicht leichter geworden, immer noch nicht besser. Ist Boys einfach nichts. Aber wir geben alles. Schön. Da drehen sie durch. Wie kleine Raptoren, ne? Ja. Geil. Geh weg. Es hat das erste Mal wieder was gezobbelt. Stillstand war nix. Und jetzt gerade beim Auflaufen fängt es wieder an zu beißen. Zweimal bis jetzt auf diese Route. Aber ganz vorsichtig, wa? Einmal ganz stark der erste und jetzt ganz vorsichtig. Ja, und er hat wieder losgelassen, diese Drecksmale. Mistforke, Mistfliege, Mistgabel, Mistmadel. Wenn ich noch irgendwas mit Mist einfängt, Hashtag unten rein. Mistvogel, Mistvieh, mehr weiß ich auch nicht. Mist. Misthaufen. Oh, da war er wieder. Gerade zu dir. Da! Jetzt hat sie ihn. Endlich. Was ist das? Ein kleiner Aal, aber nein. Ein schöner Aal. Ist zwar noch nicht maßig, aber meiner war auch gerade nur knapp dran. Aber wir haben unseren Abschlussfisch, würde ich schon fast behaupten. Ich würde sagen, ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen, mit einem Daumen nach oben. Der Kleine geht definitiv wieder zurück. Jetzt haben wir beide einen schönen Fisch gefangen, jetzt können wir uns beide zufrieden geben. Es war auch definitiv heute mal kein leichter Tag. Wie fandst du es denn, JJ? Schwierig, ne? War schwer, ne? Ja, aber ey, Durststrecken ohne Ende. Ja, also mega Durststrecken ohne Ende. Ja, es hat Spaß gemacht. Es war ein sehr schöner Tag. Es war sehr durchzogen heute, Freunde. Leider nur zwei Fische, aber es muss auch immer gar nicht mal so sein, dass man tausende Fische fängt. Mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen ist auch mal nicht verkehrt. JJ verarztet jetzt noch den Aal und ja, lasst ein bisschen Liebe da in den Kommentaren und dann sehen wir uns demnächst definitiv wieder zu dieser wunderschönen Stelle, die ich euch gezeigt habe. Und ja, da wird bestimmt noch was richtig Geiles gehen. Haut rein, meine lieben Freunde, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschö. Der Kleine darf zurück in sein Gefilde. Und dann machen wir uns auch langsam zurück in unser Gefilde, würde ich behaupten. Dann sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder, Freunde. Tschüss, Leute. So. Ja, wie es so zuletzt immer ist, meine lieben Freunde. Fisch. Richtig geiler Aal. Und viele Strauben. Der ist zu klein, aber der ist mega fett, Alter. Ja. Junge, der ist viel zu klein, aber der ist richtig fett, Mann. Junge, es geht bei ihm. Oh, perfekt gehakt, der kann auch wieder zurück. Schön. Petri. Vielen Dank. Da siehst du, packen wir einfach deinen als letztes rein. Strahlung. Ist ein guter Aal eigentlich so. Ist auch schön dick, aber ja, er... Die Größe hat er nicht. Jetzt ist vielleicht nur gerade mal bei 40. Ja. Aber gut am Bluten. Oh. Wodurch weiß ich auch nicht, weil er vorne gehakt war, aber das wird er wohl schaffen. Flieg und Sieg.